Ja, einen wunderschönen guten Mittag zusammen. Es ist morgen, ist schon lang vorbei, deswegen kann ich das heute nimmer sagen. Ja, heute ist hier ein bisschen drunter und drüber bei mir. Es gab ja heute auch keinen Livestream. Ah, und schon habe ich mich wieder verschrieben. Ich versuche schon wieder. Moment, ja, Sekunde. Heute ist hier ein bisschen durcheinander. Also, eigentlich hätten wir ja heute Livestream. Und ja, es gibt heute leider keinen Geburtstags-Livestream. Ja, ich habe heute Geburtstag. Okay, ich habe heute Geburtstag. Und eigentlich wollte ich heute einen Geburtstags-Livestream auf Twitch machen, aber das hat leider nicht funktioniert, weil ich hatte heute Handwerker da. Ja, hurra, hurra, tolles Geburtstagsgeschenk, ne? Handwerker. Und dann ist es ja auch so, die kommen zwischen Dings und, ne, irgendwann halt und du wartest und wartest und wartest. Und ja, eigentlich, das waren jetzt, glaube ich, bloß 10 Minuten, wo der Handwerker da war. Hätte ich locker einen Geburtstags-Livestream heute machen können. Aber naja, ich wusste ja nicht, kommen die um 8 oder vielleicht um 10 oder um 11 oder wann, ich weiß nicht. Nun gut, dafür habe ich gestern schon den Stream gemacht für euch als Ersatztermin. Ich hoffe, ihr habt es alle mitbekommen. Ja, ich schreibe das hier, wenn was geändert wird, immer hier auf YouTube in den Bereich Community. Da kann man nämlich auch was hinschreiben. Ja. Also ich hoffe, ihr habt es alle mitbekommen. Ansonsten könnt ihr euch ja das Video von gestern vom Livestream noch anschauen. Und ja, leider kein Geburtstags-Livestream. Nun gut, das haben wir dieses Jahr nicht hinbekommen. Vielleicht nächstes. Jetzt gucken wir auf jeden Fall mal. Jetzt ist schon Mittag, jetzt müssen wir echt mal schauen. Ich habe vorhin schon mal ganz kurz reingeguckt, wie es so aussieht. Ja. Ja, ich bin ein bisschen wirr heute, ja, weil ich Geburtstag habe und heute alles durcheinander ein bisschen geht, sorry, und mit den Handwerkern und da und dies und das und keine Ahnung, ist ein bisschen was los hier bei mir im Moment, so. Aber gut, werde ich schon trotzdem hinkriegen, also sorry schon mal für meine Verwirrtheit heute, ich hoffe, ihr seht es mir nach. Okay, wir gucken jetzt einfach mal rein. Gestern war Donnerstag, das heißt, es war eigentlich zweitbester Tag in der Woche, um zu verkaufen. Aber wie wir wissen, ist ja im Moment alles ein bisschen anders, ja. Und hier mit meinem Haupttrader, der diese ganzen Items auf der Qualitätsstufe Gold hat, die Items, die man zum Raiden und so braucht, zum Buffen, war nicht sehr viel los gestern. Die Preise sind halt immer noch niedrig. Teilweise kann ich sagen, sehe ich aber mittlerweile schon wieder leichte Preisanstiege auf diesen Items mit der Qualitätsstufe Gold. Das werden wir gleich sehen, wenn wir gleich ins Auktionshaus reinschauen. Was ich hier gestern verkauft habe, ja, am zweitbesten Verkaufstag der Woche für Raid Buff Sachen, waren keine Raid Buff Sachen, sondern wieder nur Side-Items. Kerngeschmiedeter Reparaturhammer hat sich ganz gut verkauft und der spektrale Grog und das war's. Aber das kennen wir ja schon, dass das in letzter Zeit halt einfach so ist. Ja, 2,7K besser als nichts. Ich nehme das raus und dann gucken wir mal, was heute so los ist. So, jetzt muss ich mich erst einmal mal voll konzentrieren, weil sonst blicke ich jetzt hier überhaupt nicht durch bei diesem Chaos, das ich hier heute habe. Meine Listen sind am Start. Und wir schauen einfach rein. Also dann, da sehen wir schon im Deal Finder, das Fassbier ist billig und das ist tatsächlich billig. Da würde ich gerne ein bisschen was kaufen, wenn ich kann. Ich habe nämlich nichts mehr. Nehmen wir mal 5 Stück. Ja, da geht schon wieder guter Batzen Gold weg, ja. Der Reparaturhammer, also das ist wirklich ein gutes Angebot. Das war ja auch neulich mal für 500 drin. Da habe ich mir eins geschnappt. Für mehr hat das Gold nicht gelangt und dann ging es rauf auf über. Oh, was ist denn hier? Ah! Hier, Schnäppchen, schnell. Schnell, 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 das Schnäppchen geschnappt. So, und schon kann ich wieder einstellen. Den habe ich für 5 Gold im Schnitt gekauft, habe 500 Stück, also Vorrat für bis in alle Ewigkeiten. Kann ich auch schon für 15 wieder verkaufen, vor allem wenn ich es für 1 Gold gerade rausgekauft habe, ja. Also der geht immer in letzter Zeit. Das ist wirklich gut, dass wenigstens etwas geht. Das Fassbier, ja, gekauft für 500 neulich und am nächsten Tag war es für 1200 drin. Das war, glaube ich, sogar Mittwoch früh, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber leider habe ich es nicht verkaufen können, weil natürlich die Konkurrenz da war. Ich hatte nur eins, ja, hatte nichts mehr zum Nachlegen.
Deswegen ist es leider abgelaufen, aber was einmal passiert, kann ja sich auch noch öfter passieren. Deswegen würde ich hier mal ein paar nehmen heute, weil das ist ein guter Preis. So, was haben wir noch so? Der Dunkelmond, Feuerwasser, das ist wieder ein bisschen teurer jetzt, ja. Ja, da würde ich einfach schauen, bis Sonntag haben wir noch die Chance, hier einzukaufen, ob es noch ein bisschen runter geht. Ich habe jetzt immer für unter 400 eingekauft. Ich habe jetzt hier auch schon ein paar, ja, man kann ruhig noch ein paar nachkaufen, weil die verkaufen sich ja im Schnitt für 1000 Gold, wenn der Dunkelmond-Jahrmarkt wieder aus ist, ja. Und der geht bis Sonntag, also deckt euch hier auf jeden Fall noch ein. Das ist so das Item im Moment, wo ich mein Gold drin sehe, wo ich Verdienst drin sehe. Weil der Rest ist ja nicht so berauschend, das wissen wir ja mittlerweile alles, ja. Was immer noch hoch geht, ist hier die Hüllenpaprika. Mittlerweile schon auf 68 Gold, also das ist echt voll krass. Wie weit will das Ding noch hochgehen? Und man kann nichts kaufen, weil es ist nie irgendwas drin, was günstig wäre und man einkaufen könnte. Das ist echt der Wahnsinn. Schaut, wie dieses Item ansteigt. Also das ist, glaube ich, echt mein Item des Tages. Diese Höhlenpaprika, die mittlerweile auf knapp 70 G ist. Ja, also wirklich der Oberhammer. Muss ich mir gleich mal aufschreiben, dass ich euch das auf jeden Fall mitteile auch. Ja, was haben wir sonst noch so? Ja, nichts Gescheites. Irgendwie Sushi-Teller. Was? Was wir? Ach so, das haben wir ja schon. Sushi-Teller wäre noch im Angebot für 600. Das ist tatsächlich auch recht günstig. Der Sushi-Teller. Denn was haben wir hier denn sonst so für einen Preis? Sonst so für einen Preis. Preisentwicklung. Ja, also hier seht ihr schon, dass es wirklich günstig ist, ja. Also da würde ich auch mal ein paar nehmen. Wie viel sind da drin? Es sind schon ein paar. Mal so drei Stück. Ich muss wirklich ein bisschen hier gut haushalten mit meinem Gold. Mein Main in der Garnison hat aber heute wieder mal 3K drin. Der hat wieder ein so ein teures Pad verkauft, ja. Das ist auch wunderbar. Was haben wir noch? Ja, sonst Imbiss mal 295. Das ist auch recht günstig. Da habe ich aber auch schon ein paar. Imbiss mal. Auch hier mal. Wo ist denn das jetzt wieder? Da. Preisentwicklung, also hier seht ihr auch, dass das recht günstig ist, ja. Aber ihr seht auch, dass da nicht so schöne Preisunterschiede sind. Es geht nicht so schön rauf. Hier war es mal richtig gut um 100 Gold mehr, ja. Aber ob das nochmal darauf geht, bin mir nicht sicher, weil auch diese Buff-Foods, die sinken irgendwie immer weiter im Preis, diese Gruppen-Buff-Foods. Ja, ich kaufe mal zwei. Also ich habe halt wirklich nicht viel Gold zum Ausgeben und ich muss mir wirklich hier, mein Plan ist alles hier in dieses Dunkelmond-Feuerwasser zu investieren. Aber auch hier habe ich jetzt ja schon ein paar, bin mir auch nicht sicher, ob das nochmal rauf geht. Weil die meisten Leute haben den Dunkelmond-Jahrmarkt halt schon abgefarmt wahrscheinlich mittlerweile. Ja, muss man mal gucken. Ansonsten habe ich noch gesehen, hier die Flasks sind wieder ein ganz klein wenig im Preis gestiegen. Ja, also so ganz langsam kann man hier sehen, dass sich da ein bisschen was tut, zumindest. Die Vielseitigkeit zum Beispiel, die war nämlich neulich auch schon günstiger. Ja, schaut, also gestern und vorgestern und so. Also ein ganz klein wenig, ihr seht mal, dass es mal ein bisschen wieder hochgeht. Ich würde hier jetzt noch nicht voll krass einkaufen. Ja, und bei mir dauert es eh noch ewig, bis ich das verkaufen kann, weil ich habe hier das Doppelte ausgegeben für diese Flask. Ja, also ja, und das bei alle Flask hier auf dieser Qualitätsstufe. Da habe ich im Moment noch überhaupt keinen Auftrag, aber ich sag abwarten. Ja, vor allem, ich habe es ja auch gestern schon gesagt, hier Durchschnittseinkaufspreise 3,9. Habe es ja auch gestern schon gesagt. Dass wir ja in 2 Wochen am Mittwoch, am Patch Day, neuen Content bekommen, neuen Raid Content. Also da gehe ich schon davon aus, dass dann die Preise hier wieder ein bisschen ansteigen werden. Ich hoffe es jedenfalls, aber ich glaube es auch, ja. Ansonsten bin ich hier überall im Moment, habe ich hier die Hälfte von meinen Durchschnittseinkaufspreise bei diese ganze Flask. Ja, also da, ich muss da noch abwarten. Ja, ansonsten sehe ich nichts weiter, was Interessantes. Der gemäßigte Trank ist auch ein ganz klein wenig wieder draufgegangen. Schlummerseelenserum. Oh ja, doch, das ist auch teuer, sehe ich gerade. Oh, und ich habe keins mehr. Das ist natürlich schade, schade. Schlummerseelenserum.
Preisentwicklung. Ja, hier hätte man einkaufen müssen. Ja, dann hätte man heute schon fast fürs Doppelte wieder verkaufen können. Naja, vielleicht habt ihr ja noch was. Also Schlummerseelenserum ist auch ganz gut auf Gold. Da mache ich mir auch gleich mal eine Markierung hin. Auf 600 ungefähr. Ja, sonst haben wir noch die Side-Items. Ah, nee, Moment mal, Moment mal. Hier, die Runen haben wir noch, ja. Die Verstärkungsrune ist teuer, auf 2K. Also da haben wir auch schon festgestellt, dass hier die Preise immer mehr steigen. Ja, es ist echt krass, weil es hier halt einfach mal keinen Ersatz gibt. Es gibt keine Verstärkungsrune auf Bronze oder so. Da gibt es keine Qualitätsstufen. Deswegen ist die immer teuer, ja. Also hier muss man auf Schnäppchen hoffen, mal ein paar einkaufen für 1,5. Das wäre gut. Das wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk. Dann haben wir noch Side-Item, nee, Quatsch, die andere Rune noch. Hier Vantus-Rune, ja. Auf 4,1, also die steigt jetzt auch endlich mal wieder an. Das werde ich mir auch mal hier notieren. 4,1, ja. Ich habe für 4,6 gekauft. Also hier habe ich auch Hoffnung, dass ich bald mal vielleicht was verkaufen könnte. Ja, eventuell. Und da, genau, da wollte ich auch noch, da muss es doch jetzt dann auch mal eine neue Vantus-Rune geben für den neuen Raid-Content. Ob es die schon gibt? Nö, ich sehe nichts, ja. Das sind alles alte Vantus-Runen. Oh Gott. Oh Gott, schaut mal die Amidrasil-Rune. Ah, die habe ich so teuer verkauft, das weiß ich noch. Paar hundert, ja, war die mal wert. Naja, es ist ja normal, ne? Die ganzen hier, alle billig. Ja, normal, es braucht jetzt auch keine mehr. Ja, auf jeden Fall, hier muss auch bald mal noch eine neue Vantus-Rune kommen, glaube ich, ne? Wenn wir neuen Raid-Content kriegen oder so. Ansonsten, ja, bin ich planlos heute. Ich bin planlos, sorry. Spektraler Grog Side-Item. Das ist immer noch gut dabei. Das hat immer noch einen super Preis. Also hier bitte auch einstellen. Ja. Und der Automatikhammer ist ein bisschen zu billig gerade, finde ich. Da muss man halt schauen, muss man ein bisschen abwägen. Ich könnte schon verkaufen mit Gewinn. Ich habe für 144 eingekauft. Allerdings habe ich nicht mehr so viele. Die hebe ich mir natürlich für bessere Preise auf. Okay, also was können wir heute hier machen? Side-Item, spektraler Grog und Reparaturhammer einstellen. Der Rest, ja, gefüllte Höhlenpaprika ist das Top-Item hier heute. Und ein bisschen was kann man auch einkaufen hier. Und Sushi-Teller könntet ihr auch verkaufen, wenn ihr einen hättet. Nun gut, das war's hier auf dieser Qualitätsstufe. Bisschen Gold habe ich jetzt noch übrig, oder? Ja, 2K habe ich noch übrig. Gut, da kann ich vielleicht noch ein bisschen was einkaufen. Wir gehen auf den nächsten Char. Heute ist Freitag. Also regulär ist ja so, dass wir Mittwoch einen großen Preisanstieg haben. Dann Donnerstag auch teuer, ja. Und am Freitag beginnen die Preise eigentlich schon wieder zu fallen. Und am Samstag haben wir Tiefstpreise. Aber das gilt jetzt nur für diese goldene Qualitätsstufe und für das Zeug, was keine Qualitätsstufen hat, ja. Bei den anderen Qualitätsstufen schaut es anders aus. Das besprechen wir dann, wenn wir auf den Charts sind, die das haben. Jetzt sind wir erstmal hier auf dem Todesritter. Der hat noch die Handwerkswaren auf der Qualitätsstufe Gold, noch die Verträge auf der Qualitätsstufe Gold. Und noch ein bisschen anderes Buff-Food für andere Klassen. Da bin ich auch mal gespannt. Die Handwerkswaren auf Gold waren ja auch super billig in letzter Zeit alle. Hier habe ich gestern, was habe ich da gemacht? Ah ja, ein bisschen Null-Lotus habe ich eingekauft. Der war ein bisschen günstiger wieder auf 120 oder so. Und verkauft habe ich hier ein bisschen was von diesem Eintopf. Und ja. Sonnenloser Panzer war mal kurz teuer drin und dann ist er wieder extrem im Preis gefallen. Leider bin ich es nicht losgeworden. Ja, leider, leider. Gut, dann schreiben wir auch hier mal auf. Hier haben wir heute 1474. Ja, okay, immerhin besser als gestern und vorgestern. Ja, da war noch viel weniger Gold drin im Briefkasten und ein bisschen was eingekauft. Nehmen wir das mal raus. Ja, der Char, der hat hier im Moment extrem wenig Gold, weil mit den Handwerkswaren gerade einfach gar nichts geht. Mich irritiert echt dieses Briefkastensymbol. Das geht einfach nicht weg. Das ist irgendein Bug hier, aber das hat nur der Char komischerweise.
Mein Main hat es auch manchmal, obwohl ich gerade rausgeholt habe, ist nichts drin. Ja, zeigt es das immer noch an. So, jetzt habe ich hier noch eine tolle TSM-Funktion für euch. Wenn ich hier auf Ledger gehe, Ausgaben, Einkäufe, dann kann ich hier nämlich gucken, was habe ich zuletzt eingekauft. Ja, und da empfehle ich auch, also das zuletzt Eingekaufte, das ist dann gleich hier oben, ja, wenn man diese Sortierung hier macht. Und dann kann man, eine ganz lange Liste, dann kann man auch jetzt schauen, okay, ich habe hier 15.0 Lotus eingekauft zu einem höheren Preis, als ich davor gekauft habe. Dann sollte ich jetzt mal hier drauf gehen und mir meinen neuen Durchschnittseinkaufspreis anschauen, ja, damit man das nicht vergisst. Also hier immer in die letzten Einkäufe einfach reingucken, damit man da einfach nichts verpeilt, ja, weil sich die Einkaufspreise durchschnittlich erhöht haben. So, dann schauen wir mal, was hier los ist. Also diese Verträge sind alle schon wieder extrem gesunken heute. Haben wir hier auch im Deal Finder drin. Ja, das ist auch normal. Tiefstpreis sollten die morgen haben. Also mein Plan ist, die morgen einzukaufen. Hier habe ich mir noch eins aufgehoben, um die Preisentwicklung nachschauen zu können. Also hier seht ihr es auch. Ja, wir hatten ja letzte ID am Sonntag schon den Anstieg statt am Mittwoch. Und dann ist halt immer weiter abgesunken. Ja, ist normal, wie gesagt. Und morgen sollten wir den absoluten Tiefstpreis bei den Verträgen haben. Und das gilt auch für alle Verträge, nicht nur auf dieser Qualitätsstufe. Und dann, ja, eventuell steigt es dann am Sonntag schon wieder an, so wie letzte ID, oder halt erst am Mittwoch. Ja, so war es nämlich die IDs davor. Also am Samstag sollten wir auf jeden Fall Verträge einkaufen. Ich meine, wer auf Nummer sicher gehen will, der kann ja jetzt schon mal einkaufen, weil ihr seht ja selber, dass das hier nur die Hälfte fast vom Preis ist wie am Sonntag. Ja, also könnt ihr jetzt schon mal was kaufen, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dass ihr das nicht verpasst. So, dann haben wir hier noch den Null-Lotus im Angebot für 200, den nehme ich sofort, zwei Stück. Kann ich theoretisch direkt wieder reinstellen. Ja, nicht nur theoretisch. Ja, mein Durchschnittseinkaufspreis liegt bei 213 Gold, das habe ich ja gerade hier nachgeguckt. Habe ein paar für 222 gestern gekauft. Provision geht weg, 5%, das sind 13 Gold, das heißt, ich kriege 247 raus, ist auf jeden Fall ein Gewinn, ja, vor allem erst recht bei diesem Durchschnittspreis und gerade habe ich eh zwei ganz billige eingekauft. Also hier kann ich direkt schon wieder einstellen. Ah, Moment, hä? Ah, ne, jetzt dachte ich, dass sind nochmal welche für 200 drin. Hier stelle ich sofort wieder ein, weil, ja, das taugt mir jetzt total, dass hier wieder was zum Verkauf. Hä? Nein, wieso habe ich das jetzt für 200? Hä? Oh nee, jetzt habe ich es aus Versehen für 215 eingestellt. Oh Gott, nein. Was war das denn jetzt für ein Mist? Ah ja, okay, eins kann ich verschmerzen. Aber deswegen sage ich, passt hier auf, ja, dass ihr nicht aus Versehen zum anderen Preis einstellt. 260 wollte ich natürlich machen. Na gut, Gott sei Dank war es nur eins und das war natürlich sofort weg, ja, bevor ich reagieren konnte, egal. Nicht so schlimm, passiert, passiert. Da seht ihr jetzt auch mal das Beispiel, ja, was man nicht machen sollte. Also immer hier nochmal abgleichen. Ah, okay, stellen wir gleich wieder rein. Gleicht nochmal ab, dass ihr auch den richtigen Preis. Was ist jetzt los? Wieso geht es jetzt so gut weg auf einmal? Ja, ich will mich ja nicht beschweren. Ja, das ist ja wunderbar. So, wenn hier ein bisschen Gold auch mal reinkommt. Der Nullstein ist auch immer noch billig, ja. Kann man nichts machen gerade. Was haben wir sonst noch hier? Dealfinder sagt noch, Kaiserinnenabschied ist billig. Ja, das ist auch billig für 215. Allerdings habe ich da schon ziemlich viele für 300. Was? Ich habe für 336. Oh Gott. Das ist ja mal mies. Ach nee, oder? Nein, ich kann da jetzt nichts kaufen. Ich habe kein Gold. Ja, da habe ich jetzt Pech. Habe ich Pech gehabt. Der Rest, ja, es ist alles hier. Auch das Barfood ist extrem im Preis gesunken. Nicht das Ganze. Dieser Honigbraten ist weiterhin teuer. Da habe ich halt immer noch keinen nachkaufen können. Der Eintopf hier, der hat so Larifari-Preis. Ja, wenn ich keinen hätte, würde ich mir ein paar nehmen, aber geht auch noch günstiger. Die Mückopracht, ja, ansonsten die Handwerkswaren sind weiterhin billig. Also ich sehe hier nichts Tolles gerade. Ja, der sonnenlose Panzer ist auch wieder extrem abgesunken. Da können wir nichts machen.
Der Sturmstaub, ja, da bin ich bei 248 im Einkauf, das geht wenigstens, ja. Da bin ich jetzt ganz so schlecht mit meinen Einkaufspreisen. Null Lotus, Top-Item hier heute einstellen. Null Lotus. Der kostet 261 heute. Naja, ist auch viel Konkurrenz da, aber er wird auch schnell rausgekauft, wie ihr gerade gesehen habt. Sonst sehe ich hier nichts. Also die Verträge, da warte ich noch bis morgen. Da werde ich mir wieder welche schnappen. Wahrscheinlich werde ich wieder den günstigsten nehmen, weil die halt doch immer noch ziemlich teuer sind pro Stück. Weiter ist hier jetzt nichts Überragendes. Ja, alles, was ich da habe, ist billig. Alles, was teuer ist, habe ich nicht da. Wie immer halt, ne? Glänzender Kristall ist auch wieder ein klein wenig zumindest hochgestiegen. Ja, also ich sehe schon die Tendenz, dass die Sachen ein bisschen wieder im Preis steigen, aber halt sehr langsam und auch nicht konstant. Sie fallen halt auch immer wieder mal ab, ja. Also hier Konzentration auf diesen Char mit diesen Items, Handwerkswaren auf Null Lotus. Die baller ich jetzt alle schön rein und hoffe, die werden alle schön rausgekauft. Okay. Habe ich jetzt was gekauft? Null Lotus nochmal, ne? Ja, da gehe ich jetzt nochmal schnell rausnehmen. Das war jetzt auf jeden Fall ganz gut schon mal. Hier darf ruhig auch mal wieder ein bisschen Gold rankommen. Also wenn ich mal so nachgucke, ja, der Char, der hatte teilweise so gute Einnahmen hier, der Todesritter. Der hatte hier teilweise, er war schon mal dabei mit den höchsten Einnahmen von allen Chars, ja. So 40.000 hat er hier, 60.000 hatte der mal am 20. September. Also da war der richtig gut dabei. Ja, im Moment halt leider Handwerkswaren billig. Aber gut, das wird schon wieder. Ja, es wird wieder. Übrigens habt ihr das mitgekommen mit diesem Ding. Was war da? Irgend so ein komischer Kasten, den man für VZ-Verzauberungen braucht. Irgend so ein Ding. Kuriositätenkasten oder wie heißt das Ding? Kuri. Nee. Kuriositätenkasten oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Nein. Kasten. Irgendein Kasten. Irgendwas mit Kasten. Ich habe mir einen Screenshot gemacht, aber ich finde es natürlich jetzt schon wieder nicht mehr. Das da war es. Entweiter Zunderkasten, ja. Den könnte ich immer auf die Liste setzen. Da war doch jetzt was. Habt ihr das mitbekommen mit diesem entweihten Zunderkasten? Dass da irgendwie eine neue Möglichkeit hinzugefügt wurde, wie man den sich besorgen kann, woraufhin man das Ding irgendwie viel besser. Wie soll ich das jetzt erklären? Also, das war irgendwie so: Man bekam eine neue Option, das Ding herzustellen, und zwar aus bestimmten Materialien. Und diese Materialien waren voll billig im Auktionshaus, weil die eigentlich keiner so recht gebraucht hat. Aber dann plötzlich haben es alle gebraucht, haben die Sachen voll billig rausgekauft, haben Zunderkästen hergestellt, haben sie voll teuer reingestellt, haben über Nacht, ja, das war nachts irgendwie, von vorgestern auf gestern Nacht oder so habe ich gelesen in einem Magazin, in einem WoW-Magazin. Und dann voll teuer verkauft und haben mehrere Millionen gescheffelt in dieser einen Nacht. Und dann sind natürlich die Preise für diese Materialien enorm in die Höhe gestiegen. Habt ihr das mitbekommen? Das war voll krass. Ja, leider wusste ich davon nichts, aber in der Nacht war ich auch im Bett. Also, wer von euch hat da was mitbekommen? Zunderkasten. Habe ich den jetzt hier mit reingenommen? Ja, da ist er. Da mache ich jetzt mal eine Preisbeobachtung, ja? Weil dieses Item ist ja scheinbar sehr begehrt. Ja, aber jetzt ist der Preis anscheinend ja sehr gesunken. Ja, ist schon rum ums Eck, ja. Aber auch hier kann man ja eventuell mal ein bisschen was reißen, ja, wenn mal was billig mal drin ist. Müssen wir mal ein bisschen die Preise beobachten. Schauen wir mal. Müssen wir uns mal angucken. Entweiter Sonderkasten. Ja, interessant. Genau, da diese Materialien da, ja, dieses Öl und das Zeug, das braucht man, um das herzustellen. Und das war, ja, das habe ich ja gerade schon erzählt. Also, sorry für meine Verwirrtheit. Heute, sorry, echt. Ein bisschen wirr. Hier, das Ding verkauft sich sehr gut. Ich stelle mal gleich ein 5er-Stack rein, weil ich lock jetzt um, damit was drin ist. Das freut mich jetzt ja sehr. Der Zunderkasten, ja.
Diese Zunderkasten, okay. Okay, nächster Char, der Jäger. Der hat gestern auch ein bisschen was gerissen. Gestern hatte er ganz schöne Einnahmen drin, haben wir uns ja im Livestream gestern angeguckt, weil der ein paar Verträge und so verkauft hat. Das war ganz gut. Was gestern noch gegangen ist, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das ist so viel im Moment mit den ganzen Items und Zahlen und bla und so. Ja, wenn ich mir das nicht aufschreiben würde, hätte ich keine Ahnung, was ich eigentlich den ganzen Tag mache. Ja, also hier ist einiges los im Briefkasten, sehe ich. Das ist ja schon mal gut, wenn hier was los ist. Oh Gott, es haben sich voll viele Rezepte verkauft. Schaut mal. Hier, mein Nebenerwerb. Nehme erstmal die abgelaufenen Sachen raus. Ich hatte scheinbar einiges eingestellt gestern. Rezepte und Pads, ja, das ist hier mein Nebenverdienst. Moment, was habe ich eingekauft? Mal abgebrochene Sachen noch. Eingekauft, ja, genau. Die Vantus-Rune auf Silber habe ich gestern eingekauft. Die war nämlich unter 1000 drin. Das war sehr günstig. Dornogal-Verträge waren auch günstig drin. Da habe ich mir auch schon mal zwei Stück geschnappt. Ne, drei, ja. Unter 2K. Und die hatte ich eingekauft davor für 2,9K. Ja, also das war recht günstig. Da dachte ich mir, ich kaufe schon mal ein paar. Also bester Zeitpunkt für Verträge einzukaufen ist ja am Samstag, weil da die Tiefstpreise voraussichtlich erreicht sind. Aber ich dachte mir, ich schnapp mir schon mal ein paar, nicht, dass wieder irgendwas durcheinander kommt. Ja, und die jetzt plötzlich am Samstag wieder ansteigen, dann habe ich wieder nichts. Gut, nehmen wir das mal raus. Da habe ich mein ganzes Gold wieder ausgegeben, wie ihr seht, ja. Ja, und dann, gestern hatte ich ja hier einiges drin, nämlich 13K, habe ich aber ziemlich alles wieder rausgeballert und wieder investiert. Also, was habe ich hier gestern verkauft? Ja, einen Vertrag noch, eine Flask. Ja, Flask. Ging gestern teilweise hier auch auf der Qualitätsstufe Silber. Da hatte ich mir auch ein paar Flask gekauft gehabt. Schon am Montag oder am Dienstag waren die ein bisschen günstiger drin. Und hier die Schnelligkeitsflask ist gestern schön hochgegangen und das habe ich gleich ausgenutzt und eingestellt. 418 war mein Einkaufspreis. Das ist mein Verkaufspreis abzüglich der Provision schon. Ja, es war für 5% mehr eingestellt. Das heißt, ich habe fast 30 Goldgemmen pro Stück und das passt ja. Ne? Also so langsam läuft es hier auch auf Silber wieder an. Und schaut mal, ansonsten habe ich nur Rezepte verkauft. Das finde ich jetzt immer voll krass. Also diese 5K. Dreieinhalb davon habe ich nur mit dem Verkauf von Rezepten gemacht, ja, was hier so mein Nebenerwerb ist. Ja, ich sag ja, ab und zu geht da auch mal gut was und wahrscheinlich war das wieder immer derselbe. Genau, da hat einer sich alle möglichen Rezepte zusammengesammelt, seht ihr? Und das ist halt das Gute, wenn jemand ein Rezept kauft, kauft er meistens gleich noch mehrere und deswegen solltest du halt auch ein paar verschiedene drin haben und die müssen immer oben drin stehen. Ja, es darf niemand nach dir reinstellen, weil sonst wird deins nicht gekauft. Also auch hier immer wieder einstellen. Wenn euch das interessiert mit den Rezepten, da schaut ihr am besten meine Playlist Gold Farmen mit dem Verkauf von Rezepten und Pads. Da gibt es eine extra Playlist dazu, wo ich ein paar Videos drin habe und euch zeige, was sind das für Rezepte und Pads und wo gibt es die, wie viel kostet es und so weiter. Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht hier. 5.263 passt schon. Nehmen wir das Gold raus und dann gucken wir, was da heute so im Auktionshaus los ist. So, hello. Was wollt ihr? Bitte noch freundlicher, echt. Was wollt ihr? Voll nett. Ausgaben. Habe ich da was eingekauft? Ja, Verträge habe ich gekauft. Da schauen wir gleich mal, ob es irgendwie geänderte Durchschnittseinkaufspreise gibt. Dornogal lege ich bei 2,8. Ja, da habe ich den Preis senken können. Das ist gut, weil der Preis sinkt ja auch allgemein. Jetzt schaut man, jetzt ist es nochmal günstiger. Nee, ist der gleiche Preis. Nee, ich habe gestern für den gleichen Preis eingekauft. Ja, das passt schon. Passt, ja. 2,8 ist mein Durchschnittseinkaufspreis. Dann schauen wir mal hier, was habe ich noch gekauft? Dornogal, Vantus Rune hatte ich noch gekauft. 872 Einkaufspreis, den musste ich ein bisschen anheben. Das macht aber nichts. Ja, für 950 kann man sich auch ein paar holen. Ja, ist recht günstig.
Genau, okay. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob auch hier die Preise am Sonntag auch ansteigen. Möglich wäre es, ja. Laut mit meiner Theorie wäre möglich. Okay, schauen wir mal. Also hier im Angebot Arati auch für 2,2. Ja, der ist auch echt günstig. Den habe ich für 3,1 gekauft. Ich warte noch bis morgen mit den Verträgen. Ja, den Rest kaufe ich dann morgen raus. Konvent der Tiefen hat ungefähr meinen Einkaufspreis. Durchtrennte Fäden ist noch um 500 teurer, als ich gekauft habe. Also mit den Verträgen warte ich auf morgen. Ich habe nur mal hier ein bisschen was eingekauft, ja, weil es schon sehr günstig war. Und dann schauen wir uns den Rest an. Also hier, ja, die Sachen sind hier auch immer noch billig, ja, die Handwerkswaren sind billig. Also hier sind ja alle Handwerkswaren und alle Buff-Items auf der Qualitätsstufe Silber. Ja, ist immer noch billig. Fassbier, ja, geht so. Das hat so einen mittelmäßigen Preis. Die Flasks, die waren jetzt am interessantesten. Die sind ein bisschen günstiger als hier. Aggressionsflask habe ich teurer eingekauft, um 10 Gold. Da nehme ich nochmal 2. Also ich kaufe wirklich hier nur vorsichtig ein, ja, nur ein bisschen. Weil ich weiß ja nicht, ob die Preise ansteigen, kann man hier noch nicht so sicher sagen im Moment. Da nehme ich auch nochmal 2, das hat ungefähr meinen Durchschnittseinkaufspreis. Dann habe ich die Schnelligkeit, ja, die ist teuer immer noch. Ja, ich hatte leider nur 3 Stück. Habe 2 gestern verkauft, habe ich euch ja gerade schon gezeigt im Briefkasten. Und jetzt ist sie immer noch oben. Also hier hatte ich 30 Gold Gewinn pro Stück, ja. Da kann ich jetzt nichts machen, weil ich keins mehr habe. Die Vielseitigkeit ist so viel. Oh, die Vielseitigkeit ist oben. Das ist super. Die habe ich für 400. Was ist das, eine 0 oder eine 9? Ich muss mal schnell nachschauen, für wie viel ich die Vielseitigkeit gekauft habe. Ist die noch hier drin irgendwo? Hier, ja, da habe ich Vielseitigkeit gekauft. Ah, jetzt bin ich wieder rausgegangen. Vielseitigkeit, hier. Ah, jetzt bin ich. Ach, ich wollte, egal. Also, wann habe ich gekauft? Hier kann ich es ja auch schauen. Ja, vor 3 Tagen, also, heute ist Freitag, Dienstag oder so. Da habe ich gekauft für 418. Okay, jetzt ist sie für 470 drin. Also kann ich einstellen, weil das ist ja ein guter Gewinn. Ne? So. Das freut mich, dass jetzt hier und sie ist direkt weg. Mit den Flask auch wieder mal was geht. Eine habe ich noch. Dann ist es leer. Dann habe ich nichts mehr. Das freut mich jetzt sehr. Also hier Schnelligkeit und Vielseitigkeit kann man heute hier verkaufen. Die haben ganz gute Preise. Und dann haben wir hier gemäßigter Trank. So. 100 Gold. Ja, das ist ein Einkaufspreis. Glaub ich. Ach mein. Gemäßigter Trank auf Silber. Ja, habe ich gekauft für 116. Das ist ein Einkaufspreis. Allerdings, was ist mit dem Ding? Kann man es auch verkaufen? Ja, hier habe ich aus Versehen zu billig verkauft, ja. Der letzte Verkauf war vor 12 Tagen. Nee, also da würde ich noch abwarten. Da sehe ich nicht, dass da was geht mit dem Ding. Sehe ich nicht, dass hier was geht. Oh, jetzt nur noch 99. Nee. Also da warte ich lieber mal ab mit dem gemäßigten Trank. Schlummerseelenserum ist noch im Angebot für 35. Eins nur. Das ist wieder hier so Ramscherei. Für, das ist günstig, ja. Schlummerseelenserum für 35. Kann man einkaufen auf dieser Qualitätsstufe. Das passt. Da habe ich auch was eingestellt. Für 53 war das gestern noch scheinbar. Was haben wir noch so? Die Vantusrune haben wir schon gesagt gerade. Ja, der Rest ist alles billig, ja. Ist nichts Gescheites. Ja, doch, schimmernder Splitter. Moment mal. Da müssen wir auch mal schnell nachschauen. Schimmernder Splitter auf Silber. Ja, doch, doch. Gekauft, gekauft. Ja, da musste ich auch ein paar teure nachkaufen. Durchschnittseinkaufspreis ist 83. Verkaufen oder nicht verkaufen, das ist hier die Frage. Er ist schon um einiges teurer als in der letzten Zeit, ja.
Das könnte natürlich sein, dass jetzt wieder die Leute von gestern und Mittwoch neues Gear bekommen haben und jetzt die Sachen verzaubern müssen als Erklärung, warum es jetzt teurer wird. Ah, ich warte mal noch ein bisschen ab. Ein bisschen noch. Dann verkaufe ich. Sonst sehe ich nichts. Ja, der Rest ist alles relativ billig hier. Der Rest ist alles billig und sehe ich auch keine schönen Tendenzen. Aber hier, also was ich hier auf der Qualitätsstufe Silber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass endlich wieder mit den Flask hier was geht. Ja, hier könnt ihr günstig einkaufen an den Einkaufstagen, welche das sind, wisst ihr ja schon. Und dann geht der Preis auch wieder rauf und man kann so 30, 40 Gold Gewinn machen pro Stück. Also das passt auf jeden Fall, ja. Okay, dann gucken wir weiter. Habe ich jetzt hier was gekauft eigentlich? Ich glaube doch, Schlummerseelenserum habe ich gekauft. Das eine. Das war ja echt günstig. Und hier noch ein paar Flasken nachgekauft. Ja, gut. Gehen wir auf den nächsten Chart. Jetzt kommen wir zu Alinena mit den Bronze-Items. Mein Lieblingschar im Moment, okay? Schauen wir mal, was hier auf der Qualitätsstufe Bronze geht. Oh Mann, es ist schon 1:15. Ich muss mal was essen langsam. Mittagessen ruft. Mittagessen ruft. So. Was gibt es bei euch heute zum Essen? Bei mir gibt es heute ein schönes Herbst-Wintergericht, nämlich Gulaschsuppe. Lecker, lecker, lecker. Ich freue mich jetzt auf Herbst- und Wintergerichte. So, also, hier, 10.000 Gold drin. Ist heute nicht so arg viel. Gestern ging hier nicht so viel zum Verkaufen, was auch völlig normal ist für Qualitätsstufe Bronze, ja? Weil die Items auf Qualitätsstufe Bronze verkaufen wir derzeit am besten am Samstag, weil da die meisten Leute das haben wollen. Ja, warum? Da schaut ihr bitte das Video, meine Theorie. Das heißt irgendwas mit meine Theorie zum Preis, bla, irgendwas. Ja, guckt es euch einfach das an. Ja, hier ist auch einiges los im Briefkasten. Ich nehme erstmal abgelaufene Sachen raus. 10.002 Gold habe ich. So. Gut. Ja, eingekauft habe ich. Auch Flask wieder nachgekauft gestern, ja, weil ich erwarte, dass hier morgen, also am Samstag, ein Preisanstieg passieren wird. Das ist wunderbar. Das nehmen wir raus. So, und jetzt, was habe ich verkauft? Auch hier Nebengeschäft, Rezepte und Pads. Und auch hier haben sich einige Rezepte. Oh, und schaut mal, es ist genau derselbe, der bei meinem Jäger die Horde-Rezepte gekauft hat, ja? Der hat auch hier bei meinem Ali die Ali-Rezepte noch gekauft. Also, das ist natürlich ein super Geschäft und ein super Glücksfall, wenn jemand kommt und will einfach mal sich mit Rezepten eindecken, ja, was ihm noch fehlt, und kauft sich ganz viele Rezepte auf einmal raus und das auch noch von meinen beiden Chars, Horde und Allianz. Das ist natürlich mega gut. Da kommt einiges an Gold zusammen, wie ihr seht. Also das ist super. Dann habe ich noch hier ein bisschen Pott verkauft. Ja, hier Dings. Vantus-Rune natürlich immer noch, ja. So langsam neigen sie sich aber dem Ende zu. Ich habe nur noch 9 Stück. Ich bräuchte mal wieder was zum Einkaufen hier. Aber das ist jetzt so ein knapp, weil heute ist Freitag und morgen ist Verkaufstag. Also ich glaube, die restlichen hebe ich mir dann auf, ja. Weil jetzt habe ich wirklich nicht mehr viele, die verkaufe ich dann nur zu Toppreisen. Ja, Fassbier, Verträge wieder. Also hier lief es auf jeden Fall wieder ganz gut. Und jetzt habe ich mal insgesamt an Einnahmen heute mit den ganzen Auktionshaus Trading An- und Verkaufschars, habe ich jetzt insgesamt ungefähr 20.000 Gold Einnahmen, ja? So, nehmen wir das auch raus. Das ist auch sehr gut, dass da wieder ein bisschen. Oh, ich hatte hier überhaupt was, ich hatte hier kein Gold mehr hier. Ich habe alles ausgegeben. Oh Gott, das ist aber schlecht. Da habe ich. Oh. Ich habe kein Gold mehr, das gibt's ja gar nicht. Aha, in der Bank liegt noch ein bisschen was. Naja, das ist so für Notfälle, das Zeug in der Kriegsmeutenbank. Dann schauen wir hier mal. Der Dealfinder sagt schon mal nichts.
Es ist nichts im Angebot heute. Schade. Naja, ich kann eh kaum mehr was einkaufen. Ich muss verkaufen, verkaufen, verkaufen. Da schaue ich mir jetzt auch mal die Durchschnittseinkaufspreise nach, beziehungsweise die letzten Preise hier von den Flas. Durchschnittseinkaufspreise brauche ich da eigentlich gerade gar nicht machen, weil ich die am Anfang sehr billig gekauft habe für unter 200 und dann musste ich für um die 400 einkaufen. Aber ich gucke sie trotzdem nach. Also hier sehen wir die jetzt, ja. Die Vielseitigkeit für im Schnitt 273 und ich habe die letzten eingekauft für 390. Da nehme ich jetzt mal hier diesen letzten Einkaufspreis, ja, weil der ist im Moment interessant. Oh, das ist doch toll. Und jetzt kostet es 498. Wie viel habe ich gekauft für 390? Ja, dann habe ich ja 100 Gold Gewinn pro Stück. Das ist ja mal mega. Das stelle ich doch sofort ein. Da habe ich auch noch mal ordentlich nachgekauft, ja. Das ist natürlich sehr gut. Vielseitigkeit geht also heute hier auch. Auf Bronze. Dann haben wir also hier die Bronze-Items, die laufen auch wieder an, ja. Die laufen schon seit einer Woche wieder an. Nehmen wir das nächste. Dann habe ich hier die Aggression. Da habe ich die letzten gekauft für 450. Okay, da können wir nichts verkaufen. Das liegt drunter. Dann haben wir, das müssen wir auch aufschreiben, 450 hier. Die letzten Einkaufspreise. Als nächstes, wo sind wir jetzt? Hier, Schnelligkeit. Habe ich die letzten gekauft für 443, hat genau denselben Preis heute. Also da können wir auch nichts machen gerade. Und dann haben wir noch die Meisterschaft, habe ich gekauft für 350, ist auf 370. Ein kleiner Anstieg, das ist aber zu wenig, ja. Also da kann man nichts machen damit. Okay, also hier heute Vielseitigkeitsflask ist enorm im Preis gestiegen, um 100 Gold. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Da muss man heute dranbleiben. Sonst, was haben wir noch? Habe ich hier noch irgendwas gestern eingekauft? Verträge? Ah ja, genau. Hier habe ich ja jetzt vorgestern den Fehler gemacht und habe aus Versehen Rad von Dornogal für 2,5 gekauft, ja, weil ich mich da vertan habe und habe auf die falsche Liste geschaut, nämlich auf die mit den Silber-Items. So, dann habe ich gestern gesehen, oh, da sind welche für 1,5 drin. Damit reiße ich es wieder raus, ja, wenn ich die alle kaufe. Und habe ich gemacht, erstmal habe ich nur 3 gekauft, weil ich nicht mehr so viel Gold hatte, aber dann denke ich mir, dachte ich mir so, ja, drauf, ja, und habe alle gekauft, also 16 Stück habe ich da gekauft, für gesamt, ja, 20, 25.000 Gold ungefähr, deswegen habe ich auch jetzt nichts mehr, aber das hat sich gelohnt, ja, wenn ich hier für 1,5 eingekauft habe, schon bin ich wieder auf einen Durchschnittseinkaufspreis von 1,6 und kann hier schon wieder verkaufen für 2,4. Also das war sehr gut. Da stelle ich auch ein. Und was haben wir noch gekauft? Vantus-Runen, oder? Ne, das war Silber. Nein, nichts mehr. Schlimmer Seelenserum ein paar, aber das zählt nicht, weil die kaufe ich eh immer alle. Ja, dann schauen wir mal weiter hier. Durchtrennte Fäden habe ich nichts mehr und da kann ich auch nichts kaufen. Das ist noch zu teuer. Durchtrennte Fäden. Preisentwicklung. Ja, also die sind immer noch recht weit oben, wobei die natürlich schon abgesunken sind. Also morgen letzte Chance, morgen muss ich einkaufen. Dann haben wir hier den Konvent der Tiefen. Da liege ich halt immer noch bei einem Einkaufspreis von 266, wobei das auch sehr gesunken ist mittlerweile. Ich stelle ein bisschen was ein, aber ich hebe mir auch auf jeden Fall noch ein paar auf für den Preisanstieg. Dann haben wir noch als nächstes hier Arati, ist auf 2,1. Da kann ich auch noch verkaufen, da habe ich auch sehr viele eingekauft für im Schnitt 1,4. Also auch hier geht was, ja. Arati, wo bist du? Hier. Da kann ich auch noch einstellen. So, die Rune hier, die ist jetzt gesunken im Preis, ja. Die habe ich ja für den Spottpreis von 86 Gold im Schnitt eingekauft, 600 Stück. Die habe ich alle jetzt verkauft, habe schön Gewinne gemacht damit, weil ich immer eigentlich verkaufen konnte. Ja, wenn ihr in die Preisentwicklung schaut, das hatte immer
Mindestens den doppelten Preis von dem, was ich eingekauft habe. Jetzt langsam neigen sie sich dem Ende zu. Ich habe nur noch 9 Stück übrig. Die hebe ich jetzt auf jeden Fall auf, bis die einen besseren Preis wieder haben. Ich schätze auch, dass die morgen schön raufgehen werden, ja. Oder so. Schauen wir mal. Also, da gucke ich mir das Ganze jetzt auf jeden Fall mal an. Eher würde ich mal hier ein paar nachkaufen wollen. Gut, was haben wir noch? Handwerkswaren, Tränke. Die Tränke, die gehen jetzt langsam wieder auf einen Normalpreis hoch. Hier Heil- und Mana-Tränke. Da habe ich auch sehr viele. Ich hoffe, ich kann mal wieder was verkaufen. Bismut steigt wieder im Preis. Das freut mich. Hier auf Bronze haben wir wieder einen normalen Preis für Bismut. Ja, das ist schon ein Verkaufspreis. Ich habe für 24 eingekauft. Das heißt, für, naja, noch nicht so ganz. Ja, für 25, wenn ich die Provision wegrechne, verkaufe ich. Ja, gut, ein Goldgewinn ist nicht so toll. Da warte ich noch ein bisschen ab. Die habe ich auch schon sehr viel teurer verkauft. Schauen wir mal, ob es nochmal schön rauf geht. Hier haben wir das Eisenklauenerz. Das hat auch wieder seinen Normalpreis mittlerweile. Also der normale Verkaufspreis lag bei mir bei 22 Gold. Ja. Und ich habe sehr viele eingekauft für im Schnitt 13 Gold. Schauen wir mal hier kurz drauf. Das heißt, hier kann ich schon wieder einstellen. Das mache ich auch. Hätte ich noch mehr kaufen müssen. Hier war dieses Schnäppchen-Geramsche, ja. Da stelle ich mal ein paar ein. Für 21. So. Dann haben wir das Fassbier. Oh ja, das hat auch einen schönen Preis heute. Also das ist. Moment mal kurz. Gedanken sammeln, ja. Das Fassbier, also das ist jetzt auf jeden Fall ersichtlich, ja, dass hier die Preise wieder ansteigen auf ihr normales Level, was die hatten, bevor dieser krasse Preisabfall war, ja. Habe ich euch gerade erklärt, hier am Eisenklauenerz kann ich schon wieder einstellen. Fassbier ist auf 17,9. Auch das kann ich einstellen. Das habe ich im Schnitt für so 9 Gold rum gekauft. Das könnt ihr auch öfters kaufen für 9 Gold. Ist immer mal wieder billig drin. Seht ihr ja hier, ne? Und dann steigt es immer mal wieder an. Also das ist auch ein gutes Item, dass immer mal ein bisschen Gold reinkommt. Dann haben wir den gemäßigten Trank auf 74. Den habe ich für 50 rum eingekauft. Das heißt, das ist noch nicht so toll zum Verkaufen. Vor allem, weil ich hier auch mal ein paar teurere rauskaufen musste. Ja, dann habe ich auch hinterher noch ein paar für 50, Gott sei Dank, ergattert. Aber da würde ich jetzt noch ein bisschen abwarten. Das ist mir jetzt noch zu billig, habe ich auch nicht mehr so arg viele. Dann haben wir den Kristall. So, da liege ich immer noch ums Doppelte drüber. Die Mykoprasche, die hat auch wieder fast ihren Normalpreis. Gerade hat sie noch 22 angezeigt. 22 Gold ist der Normalpreis für das, ja. Also hier kann man auch schon fast wieder verkaufen, bald, ja. Einkaufspreis ist hier bei mir 14 Gold. Da habe ich schön die Schnäppchen zusammengeramscht. Der schimmernde Splitter auf 109. Aha, mein Durchschnittseinkaufspreis liegt hier bei 1,7. Das heißt, auch hier ein leichter Anstieg. Ja, wir dürfen Hoffnung haben, dass hier was geht. Schnurrseelenserum ist billig, kann man einkaufen für 7. Sonnenloser Panzer. Da seht ihr aber, da geht nicht so viel weg. Ja, ich habe hier 3,5 K Stück Anzahl. Also das geht nicht so oft weg. Dann haben wir hier den sonnenlosen Panzer. Ja, der liegt auch noch unter meinem Einkaufspreis. Der Sturmstopp, der ist auch noch billig. Ja, auch da muss man noch abwarten. Okay, das war's hier mit den Bronze-Items. Also hier sind auch aber schöne Sachen dabei. Eisenklauenerz bekommt wieder seinen Normalpreis, so ganz langsam. Hier haben wir wieder das Geramsche, so ein bisschen. Das Fassbier ist heute ganz gut dabei. Die Flasks haben gute Preise teilweise. Also hier die Vielseitigkeitsflask kann man heute verkaufen. Die ist schön angestiegen im Preis. Ja, teilweise Verträge, Runen. Ja, da würde ich jetzt mal ein bisschen abwarten bei manchen Sachen. Okay, dann legen wir überall nochmal was nach, damit meins schön oben drin ist und das Zeug auch gekauft wird. Oh, ich sehe gerade, es gibt nichts nachzulegen. Doch, hier, da habe ich Konkurrenz. So.
Heute Nachmittag geht es dann wieder los, dass gekauft wird. Ja, also ich freue mich drauf. Gut, zum Glück ist heute Wochenende. Jetzt dann Wochenende. Das heißt, kann man auch wieder ein bisschen mehr machen. Und jetzt zeige ich euch noch ganz schnell, nehme ich die Sachen aus dem Briefkasten und zeige euch noch ganz kurz mit der Garni. Ist nichts drin. Okay. Gehen wir ganz schnell auf mein Main in die Garni noch schnell schauen. Ich weiß, das ist hier nicht das Thema. Unser Thema ist hier Goldfarbe mit An- und Verkauf im Auktionshaus. Aber trotzdem, ich erwähne immer so ein bisschen nebenbei, wenn ich sehe, hier geht heute auch noch was mit Rezepte und hier geht dies noch. Aber da werde ich jetzt nichts Ausführliches machen, euch nur kurz zeigen, was so gehen kann in der Garnison. Ja, also man bekommt hier bei den Missionen immer mal diese Apexis-Kristalle. Jetzt gibt es natürlich gerade keine, oder was? Doch, hier. Na, hier kriegt ihr immer mal Apexis-Kristalle in den Missionen, auch in den Marine-Missionen. Und die kriegt ihr auch beim Kräuterabfarmen und Erzeabfarmen immer so ein bisschen mit dazu. Da hat man immer in rauen Mengen. Und ich habe eines Tages überlegt, was mache ich mit den ganzen Apexis-Kristallen? Die stapeln sich immer weiter und man kann nichts machen damit. Oh doch, man kann schon was damit machen. Und zwar kann man hier unter anderem diese Pads kaufen. Ja, ich zeige euch die mal ganz kurz, welche es da gibt. Und diese Pads, die kann man eben gegen Apexis-Kristalle umtauschen. Bei den meisten muss man noch ein bisschen Gold dazulegen, aber die gehen teilweise sehr teuer weg, ja. So, hier, das sind diese Pads, die Knochenwespe und das Zeug da alles, ja. Also das nicht, ist ja kein Pad. Hier sind diese ganzen Pads, die blauen, die auch nicht, die gibt es für was anderes. Aber hier seht ihr, wie viel die wert sind. Und die kann ich hier in der Garni verkaufen. Ja. Die Knochenwespe gibt es zum Beispiel hier beim Rüstmeister. Also ihr seht, gegen Apexis-Kristalle und ein bisschen Gold noch dazu. Manche kosten 2000 Gold noch dazu, manche kosten nur Kristalle. Und ja, jetzt habe ich wieder so eins verkauft. Und da seht ihr, jetzt habe ich heute schon ein bisschen bessere Einnahmen drin, nämlich 3,9K. Ja, sonst habe ich in der Garni halt so ein paar hundert Gold. Und zwar habe ich da verkauft einen Sohn von Sete für 3,8K. Der Preis, den ich bezahlt habe, waren 2000 Apexis-Kristalle. Und ich glaube auch 1000 Gold oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber es ist nicht so arg viel. Also hier auch geht ab und zu mal was. Ja, das ist eins von diesen Pads, was heute sich wieder mal verkauft hat. Ohne dieses Pad hätte ich nur ja, ganz wenig Einnahmen heute, weil ich konnte keine Kräuter verkaufen, weil die billig waren. Wenn euch das also interessiert, ja, diese Garni-Geschichten, die man damit nebenbei auch ein bisschen Gold farmen kann. Ich meine, ich kann gerade im Moment echt alles Gold brauchen. Jetzt habe ich auch schon wieder 7,7. Das gibt der Char wieder ab an die anderen, die aus dem Auktionshaus rauskaufen müssen und das Gold brauchen. Wenn euch das interessiert, schaut in die Playlist rein. Gold farmen mit der Garnison. Und ich schicke direkt jetzt hier mal wieder meine Anhänger los, um Sachen zu farmen. Und euch wünsche ich jetzt einen schönen Freitag. Habt ein schönes Wochenende. Ja, lasst es euch gut gehen. Ich hoffe auf gute Einnahmen. Denkt dran, morgen Samstag auf jeden Fall Verträge einkaufen. Ich hoffe, die Preise sind morgen nochmal gesunken, so wie erwartet. Länger würde ich nicht warten, weil womöglich steigen sie schon wieder am Sonntag an. Kauft auf jeden Fall Verträge ein, egal auf welcher Qualitätsstufe. Wir haben immer einen Preisanstieg am Mittwoch oder halt eben auch am Sonntag. Guckt morgen am Samstag auf jeden Fall auf die Bronze-Items. Vor allem hier diese Buff-Items, die wie Flasks und Pots und Runen. Ja, also die Bantus-Rune Nerobar. Alles, was man halt zum Raiden braucht, weil die gingen jetzt immer am Samstag im Preis rauf und wir konnten gut verkaufen. Aber nur auf der Qualitätsstufe Bronze. Silber weiß ich nicht, muss ich mir anschauen. Da ist immer noch in der Bewegung drin, was jetzt da geht. Und Gold, ja, da taugt es auch noch nichts. Also ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Habt ein schönes Wochenende, lasst es euch gut gehen, gute Einnahmen. Wir sehen uns natürlich morgen hier wieder auf YouTube. Und live sehen wir uns wieder Montag um 10, wie immer. Also bis dann. Tschüss.